Und herzlich willkommen zurück. Ja, heute sind noch ein paar, die letzten paar bis zu Silvester bzw. zum neuen Jahr hin. Und ich habe vieles im neuen Jahr vor. Da kommen wir jetzt aber gleich auch mit zuvor zu. Aber was ich jetzt erstmal ein paar Bäume und ein bisschen Knochenmehl mit eingeschnappt, damit ich halt die Bäume wieder runtersetzen kann, denn die habe ich alle angesammelt. Dann müssen wir nicht gleich noch nach draußen gehen und noch mal ein bisschen gucken, was wir da an den Bäumen noch wegbekommen. Aber jetzt stellen wir schnell noch ein paar auf. Und dann in der Zeit, wo ich Bäume kloppe, gehe ich dann sozusagen weiter darauf ein, was ich euch gleich sagen möchte. So. Machen wir jetzt mal hier ein paar Bäume. So. Ja, zum eigentlichen Ablauf, wo ich eigentlich gerne hin möchte, ist. Ich habe jetzt sozusagen jetzt bis dieses Jahr, beziehungsweise bis zum Ende des Jahres, mache ich jetzt noch die letzten zwei Doppelfolgen mal pro Tag. Werde aber leider dann im nächsten Jahr nur noch eine Folge rausbringen. Die wird auch nur 10 Minuten bis 15 Minuten lang gehen. Der Grund ist, ich komme zum Aufnehmen nicht immer direkt und habe nicht immer die ganze volle Zeit und kann nicht immer voll investieren, ja alles. Und es muss auch natürlich weitergehen. Ja klar, ich kann es auch mal versuchen, wieder ein paar Folgen reinzubringen, doppelt. Das ist, wird dann kein Problem sein. Ich versuche es dann, wie gesagt, immer. Wie ich es dann hinbekomme, weiß ich noch nicht. Aber es wird erstmal darauf hinauslaufen, dass ich eine Folge pro Tag a 10 bis 15 Minuten mache. Darüber hinaus sind ja auch mittlerweile sowieso zu viele Let's Plays am Start von mir und auch mit Centus Black zusammen. Denn wir haben ja auch jetzt noch ein paar Let's Plays aufgenommen. Das heute kommt noch ein Video, beziehungsweise wenn ihr das geguckt habt hier, kommt um 21 Uhr ein Let's Play Together von Left 4 Dead. Das haben wir da zusammen aufgenommen. Fanden wir sehr interessant, haben wir uns mal bei Steam kostenlos runtergeladen, gab es nämlich als Geschenk sozusagen von denen. Haben wir sehr genossen, dass wir das bekommen haben. Und da haben wir gedacht, komm, das tun wir Let's Playen zusammen, dann haben wir noch ein weiteres Spiel, was wir noch zusammen machen. Wird danach laufen, weil wir haben auch noch Sparks, was noch ab. Sozusagen ja, gefertigt werden muss, abgefertigt muss. Dann haben wir beide noch unsere bekloppten Projekte und unsere einzelnen Single Plays. Das ist natürlich alles immer für ein und dann mit so viel Videos also ziemlich schwer, das alles fertig zu bekommen. Und da deswegen möchte ich erstmal ein Video pro Tag weniger rausbringen. Ihr habt ja auch noch Bully, die Ehrenrunde momentan am Laufen, wenn dann habt ihr, wie gesagt, Direwolf jetzt noch. Dann habt ihr Sparks. Dann habt ihr Left 4 Dead, was jetzt noch zusätzlich rauskommt. Ein bisschen Headstorm, bekloppten Projekt. Also es wird, glaube ich, auch viel zu viel sein für manche Leute, sich das auch alles mal anzugucken. Kann ich auch tiefens verstehen, einem mal da bei vollkommen zuzuschauen. Deswegen, wie ich gesagt, bei Direwolf ein bisschen Abstand nehmen, dass ich das nicht komplett mache. Mal zwei Folgen. Ab und zu, wenn ich schaffe, wie gesagt, mache ich das dann. So, jetzt sind ja auch die letzten Tage nur noch bis Silvester und da habe ich auch ein bisschen viel getan. Da hinten ist eine riesen Fläche und ich habe eine kleine Überraschung auch noch vorbereitet, da am Platz. Da werden wir aber zum Silvesterabend hingehen. Die Folge wird dann auch so geschehen, dass sie auch ziemlich gegen Mitternacht erst rauskommt. Sozusagen ein kleines Special. Sie wird nicht lange dauern, ich werde vielleicht ein bisschen vorher craften und sowas. Und dann werde ich auch auf das Spiel hinausgehen. So, oh, das sieht geil aus. Okay, ja. So, wieder am Quatschen. Da haben wir Frosch im Hals. Moment. So, sollte es, glaube ich, wieder auch klappen. Ja, so klappt das so wieder. Das, wie gesagt, das wollte ich alles ankündigen. Und deswegen, wenn wir jetzt noch in dem letzten Jahr jetzt noch ein bisschen hier was schnell durchkloppen. Ich habe nämlich noch mehr aus dem Villager und nochmal zwei von diesen MPG Gartenscheren geholt. Hab mir dafür, glaube ich, Rinderfleisch war das. Eingetauscht habe ich ja von den Kühen ein paar geschlachtet, die gezüchtet daran. Deswegen hatte ich das noch bekommen. Ein bisschen Wolle habe ich noch eingetauscht. War ja auch noch ein bisschen nötig da. Weizen war leider nicht mehr eintauschbar. Hatte ich alles, glaube ich, zu verbraucht. Dauert wohl bis wieder, dass es wieder da ist. Dann gehen wir gleich noch zu den Bäumen da hinten hin, was da noch so los ist. Die Bienen habe ich zwischendurch noch versucht, immer ein bisschen fertig zu machen. Wir sind sozusagen auf den letzten Schritten, dass wir die reinen Bienen von allem erstmal komplett haben. Bis zu den Industrial- und den Industriebienen. Und danach auch wieder hinaus werden wir auf
Uranbienen und dann halt aus ein paar Bienen so zwischendurch mal schauen, was ich noch damit machen kann. Vielleicht die Bienen, wo man Erfahrungspunkte bekommt, das weiß ich noch nicht ganz genau. Das werde ich dann, wie gesagt, sehen, wenn ich dann die passenden Bienen dafür habe. So. Dann im nächsten Jahr kommt Atomkraftwerk, Energie, Strom, System kommt dann alles. Es wird dann alles auf jeden Fall geschehen und ich versuche es dann auch wie nah wie möglich alles zu schaffen. Mein gerade hier sortieren. Wie gesagt, zu schaffen, was ich halt schaffen kann. Wenn ich es nicht schaffe, ist jetzt, sage ich mir immer selber, ist nicht, jetzt nicht so tragisch. Sollte ich irgendwie hinbekommen. Ich glaube, Sequoia war das, ne? Hallo? Es war doch Sequoia. Oder war der noch vier? Ich guck mal gerade. Weil ich meine, jetzt habe ich keine Meli mehr. Weil Baumzucht habe ich immer zwischendurch gemacht. Die sind jetzt wieder natürlich ausgegangen. Da ich die Startups nicht gestartet habe, gerade eben, lasse ich jetzt auch aus. Da müssen wir im Haus noch das ganze Glas umtauschen. Brauche ich auch noch eine Silk Touch, was ich auch machen wollte, genau. Hier habe ich Glück drauf gehabt und da wollte ich Silk Touch machen. Ach nee. Ach ja, hier muss ich ja das ändern. Hier muss ich ja ein Buch machen. Habe ich denn Silk Touch schon? Nee. Muss ich erst ein Buch machen? Und dann muss ich das ja auf den Drill packen. Effizienz, Behutsamkeit, da ist es. Zack. Jo, mach erstmal das. Damit ich ein paar Level wegbekomme. Nicht, wenn ich sterbe, auf einmal alles weg ist. 6 Level. So. Jetzt brauche ich aber, wie gesagt, noch ein bisschen Knochenmehl. Dann habe ich aber gesagt, mit dem Uran und dem ganzen Zeug, das wollte ich auch noch alles machen. Einen Recycler wollte ich jetzt noch in die letzten Zeit noch ein bisschen reinbringen, wenn ich das gleich noch schaffe. Weil ich will ja auch sozusagen auf dem Platz für euch die letzte Folge sozusagen für dieses Jahr noch rausbringen, damit halt noch alles stimmt, wie ich gehabt haben möchte. So, Knochenmehl da. Nehmen wir gleich mal ein paar Sticks mit und die einen tue ich mir hier ganz raus. So. Hier, Teak. Achso, da hat das Holz gar nicht jetzt so. Okay. Habe ich das Holz denn hingetan? Weiß ich auch nicht. Lime? Habe ich das denn hingepackt? Hier ist es nicht. Bretter? Nein. Holz? Auch nicht. Habe ich das denn irgendwo hingetan? Ich habe doch meist immer noch was umgecraftet. Komisch, sonst habe ich das ja mal ausprobiert, dass es ein bisschen besser aussieht. Naja, ist jetzt auch egal. So, Kaffee. Ja, warte, was? Dich tun wir hier rein. So, so, Kaffeebohnen. Dann wissen wir schon Bescheid. So, aber den Sequoia, den meine ich doch zu wissen, dass der auf 9 läuft. Da läuft der auf. Ne, der läuft dann nicht auf 12. Da ist er doch. Sequoia. Einer der größten Bäume mit, die es gibt. Und da werde ich mir erstmal 19 oder 18 Stück mal fertig machen. Denn davon soll es angeblich noch eine weitere Funktion geben von den Sequoia. Da können wir auch mal später nachschauen. Aber ich werde das erstmal jetzt nur hier ein bisschen runter machen, denn für später, für da hinten oder so, für den Wald bräuchte ich auf jeden Fall, damit ich ein bisschen was machen kann. Also viele will ich nicht machen. Machen wir mal 45, 46 genau. So. Ah, geil, das ist natürlich auch gut. Das nicht geht. Mammutholz, wie sieht das denn aus? Oh, so ein grünliches Ei. Gefällt mir jetzt gar nicht, aber ist eigentlich auch egal. Problem bei den Bäumen ist, die sind nicht kompatibel, glaube ich, gewesen, ne? Oder der zumindest ist, glaube ich, nicht. Werde ich nämlich den jetzt noch mal eben abkloppen. Aber sonst nichts gerade anders zu tun. So, komm schon. Oh,
Ist ein bisschen hoch. Den werden wir gleich auch vielleicht auf den Baum versetzen oder nur einfach mal für zwischendurch. Denn hier oben müssen wir auch ein Nest anbringen, dann, weil sonst ohne Bienen hier oben können die sich auch nicht mutieren. So. Da haben wir jetzt erstmal unseren Spaß hier haben. Für ein, zwei Minütchen noch. Denn das wollte ich eigentlich nach dieser Folge machen, in der nächsten Folge auch noch ein bisschen und dann so langsam auf den Platz rübergehen. Oder vielleicht noch ein bisschen fürs Atomkraftwerk queffen. Bisschen vor, schon mal vorqueffen sozusagen, weil das brauche ich alles, was ich dafür haben möchte. Ach ja, ist das schön, hier ein bisschen Holz wegkloppen. Sieht nicht schlecht aus, kann man vielleicht eh für irgendwas benutzen. Als Boden oder so. Da werde ich sowieso, wie gesagt, einen da hinsetzen, ein, zwei da hinsetzen und dann soll der Mann laufen. Wenn kann ich ihn zur Not auf eine Baum verpacken, wenn ich das Holz wirklich haben möchte. Und wenn ich es nicht haben möchte, dann schmeiße ich es einfach weg. Oder benutze ich erst gar nicht den Baum. Das ist ja auch eine Möglichkeit. Ja, komm. Boah, wie viel dauert das denn noch? Eieieiei. Da haben wir noch was zu tun. So. Aber das wird auch kein Problem sein hier. Komm. Ja, komm. Die Folge können wir auch überziehen heute. Ist ja auch nicht so schlimm. Das Jahr ist jetzt auch nicht so schlimm, dass es jetzt so ein bisschen überzogen wird. Weil ich brauche noch die Common Walnuts und dann muss ich auch irgendwann die Baumfarm wirklich nächstes Jahr starten, damit ich halt alles vorankomme. Da können wir das Holz auch gar nicht mal benutzen, sozusagen als Unterraum. Das wäre gar nicht schlecht. So unter solchen Farmen oder so setzen. Das sieht nicht schlecht aus. Weil die Schlachterei muss da auch noch vorne fertig gemacht werden. Und die ist dann auch nicht mal eben fertig. Da kommt ja noch ein Computer rein, das wird auch alles gesteuert. Das heißt, ich brauche wieder Fäden. Oh, schon wieder mein Lieblingshassfeind Nummer 1, Fäden. Deswegen auch mit dem Mesh-Weather, dass ich den noch höher kriege mit irgendwie ein paar Upgrades. Kommen wir noch zu. So. Ja, da unten ist schon Ende. Na komm schon. Ja, ist ja gut, mein Großer hier. Und da sind wieder die tausende Schmetterlinge, die ich auch beim letzten Mal alle Folge mal gesucht habe. Und aber sind jetzt viele da. Also wenn ich da in Richtung Platz gehe, wo ich das markiert habe, sind einige, wirklich einige von den Schmetterlingen unterwegs. Aber ich werde sie nicht wegholen, sondern ich lasse sie da einfach und irgendwie kommen die schon hier rüber irgendwann mal. Oder sie kommen einfach in Massen rüber. Das sehe ich dann ja sowieso. So, das bringe ich hier weg. Dann gehen wir gleich noch darüber in der nächsten Folge. Craften uns ein paar Recycler, ein paar Overclocks, tun ein paar Rezepte rein und etc. Vielleicht ein paar Solarpanels noch machen und dann sollte eigentlich schon mal Strom mehr laufen. So. Aber erstmal noch Sequoia. Dann tue ich nur einen hier rein. Und das Mammutholz tue ich allgemein hier rein. Zack. So, Knochen brauche ich nicht. Ja gut, dann würde ich einen kurzen Cut machen und dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Bis dahin, euer Flash-Trippe und tschüss.